Wir analysieren mal wieder eine Beziehungssituation. Diesmal Patchwork-Familie, wenn ich das so richtig sehe, von ja zwei Menschen in den 50ern. Die Frau hat geschrieben und ja, schauen wir mal, was wir jetzt zu sagen haben. Wenn ihr auch solche Fragen beantwortet haben wollt, könnt ihr über ein Formular auf liebeschip.de anstoßen. Und der Liebeschip-Traumakurs gibt es zum Frühbucherpreis. Und ich werde jetzt heute nochmal eine Lesung, so eine Meet-and-Greet-Lesung in Berlin einstellen. Da gibt auch schon eins in Leipzig. Das ist aber mehr mit so einem Vortrag toxische Beziehungen und Depression. Ja, gut, würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Lieber Christian, ich bin seit knapp 9 Jahren mit meinem Mann zusammen. Jetzt muss man gerade alles hier richtig hinhängen. So. Wir sind beide in den 50ern. Er hat 3 Kinder aus seiner geschiedenen Ehe. Die sind 2 erwachsen, 1 jugendlich. Vor 7 Jahren bin ich für die Beziehung zu ihm in die äußere Mongolei gezogen, da wir bis dahin eine Fernbeziehung geführt haben. Als 6 Monate da war, hatten wir die erste Krise, da er zu seiner Frau zurück wollte, wie er sagt, wegen der Kinder. Die beiden waren dann aber nicht mehr wirklich zusammen, weil er gemerkt hatte, dass die Trennungsgründe nicht verschwunden sind. Also schon mal so ein erstes Off, kann man vielleicht so sagen, ne? Wir haben es dann nach einem halben Jahr wieder zusammen versucht und sind dann vor etwa 5 Jahren wieder zusammengezogen. Oder sind dann zusammengezogen. Leider lief es von Anfang an nicht so, wie ich erwartet hatte. Sein kleiner Sohn ist natürlich regelmäßig zu uns gekommen und tut es noch. Er hat es jedoch nie für möglich befunden, diese Termine mit uns zu besprechen, sondern hat dies allein mit seiner Ex-Frau gemacht und mich vor veränderte Tatsachen gestellt. Ja, das haben wir ja häufig, ne? Diese Patchwork-Situationen und gerade Männer scheinen da manchmal Probleme zu haben, da einen sauberen Schlussstrich zu finden, dass dann auch eine neue Partnerin wirklich Platz hat in ihrem Leben so. Ist natürlich auch schwierig mit Kindern, ne? Also klar, und Männer haben ja auch zu Recht Angst, dass sie Kontakt verlieren zu den Kindern. Aber ja, wenn man sich nicht sauber trennt, ist auch schwer für neue Beziehungen, ne? Auf jeden Fall. Obwohl er mir mehrfach versprochen hat, dies zu ändern, ist es natürlich nicht passiert. Ja, das ist natürlich schon wie ein Red Flag, ne? Nicht gehaltene Versprechen. Das ist auch wie so eine Art Future-Faking eigentlich. Auch wenn man natürlich anerkennen muss, das ist mit Kindern schwierig, aber ist ja nicht zu viel verlangt, irgendwie ja, da irgendwie vielleicht Regelungen zu finden, die eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Naja. Aber gut. Das jüngste Kind scheint so auch in der Pubertät zu sein. Keine Ahnung, was auch eine Rolle spielt. Ist vielleicht schwer, irgendwas Festes auszumachen, aber ja, ich verstehe schon den Punkt auf jeden Fall. Die Situation wird seit gefühlt einem Jahr immer schlimmer. Er ist häufig fast täglich allein in der Stadt unterwegs, wie er sagt, um den Kopf frei zu bekommen, da er den ganzen Tag im Homeoffice arbeitet. Ja, Homeoffice und Beziehungen ist auch so eine Sache, ist auch definitiv ein Risikofaktor, ne? Also ist nicht so, dass ich das nicht verstehen kann, wenn man da mal Zeit für sich braucht. Aber wenn natürlich den ganzen Tag ja, gibt es ja scheinbar unterschiedliche Vorstellungen von eurer Beziehung. Wir gehen eigentlich so gut wie nie gemeinsam. Ja, wenn man nicht mehr zusammen datet, auch schwierig, ne? Kommt er erst gegen späten Abend nach Hause und beschwert sich dann, wieso ich schlafen gehe und nicht mit ihm zusammensitze. Also ist schon ungewöhnlich. Das sind immer die Sachen, wo man sich so fragt, weiß man jetzt irgendwas nicht? Weil ich meine, Homeoffice wird ja auch irgendwie einen Job haben, wo er ein paar Stunden arbeiten muss. Und dann, okay, dass man dann vielleicht mal, weiß ich nicht, 1-2 Stunden Kopf frei kriegen muss oder geht joggen oder ich weiß nicht was, ja, alles gut, aber dann jeden Tag dann in der Stadt abzuhängen, also mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, dass irgendwas, was du nicht weißt, das muss jetzt nicht eine andere Frau sein oder so, weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, also ich will mir jetzt auch nichts unterstellen jetzt hier, ne, aber vielleicht, weiß ich nicht, hat er irgendein komisches Hobby, was er dir nicht erzählen will oder
Oder geht in eine Spielhalle? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall erklärungsbedürftig irgendwie, ne? Ja. Letztlich kann er natürlich machen, was er will mit seinem Leben, ne? Ich meine, ist immer nur die Frage, kommt man dann als Partner damit klar, ne? Ganz schlimm ist es geworden, als meine Mutter letztes Jahr schwer an Krebs erkrankt ist. So, es tut mir leid. Und dies eine extrem harte Zeit war, da sie 600 Kilometer entfernt lebte. Ja, die Entfernungen in Turkmenistan sind schon heftig. Und meine Schwester und ich sie für die Behandlung zu uns geholt habe. Oder zumindest in unsere, so örtlich in unsere Nähe. Als meine Mutter das letzte Weihnachtsfest nicht mehr mit mir und meiner Schwester verbringen konnte, da sie wieder ins Krankenhaus musste, hat er mir dann mitgeteilt, dass er an Heiligabend zu seiner Ex-Frau fährt, um diesen Abend mit ihr und den Kindern zu verbringen. Was für ein kleines Arschloch, sorry. Ich weiß gar nicht, was soll man dazu noch sagen? Es ist also eine klare Botschaft, wo du stehst, ganz weit unten. Obendrein total unempathisch. Auch eine klare Botschaft, was er eigentlich möchte, denke ich. Und kann man nur annehmen, ne? Aber sorry, das ist sowas, ist wieder Unempathie-Level 5000. Ich weiß nicht, denken diese Menschen irgendwie nicht nach? Ich weiß es nicht. Wie ekelhaft ist das? Sorry. Fällt mir nichts so ein. Wirklich. Das ist. Aber das hat man ganz oft. Also viele, es gibt ja diese Sache mit der Phantom-Ex. Also das gerade, weiß ich jetzt nicht, schreib's jetzt nicht, auch so bindungsängstliche Menschen sind so besessen von, oder gerade auch bindungsängstliche Männer oder sind besessen von ihrer Ex-Beziehung, wenn die mit Kindern waren. Ne? Also gibt ja diesen schönen Spruch, ready, willing und able für eine neue Beziehung. Also es muss alles passen. Man muss in der richtigen Verfassung sein für eine Beziehung und muss überhaupt eine Beziehung führen wollen. Sehe ich hier nicht, ne? Offensichtlich ist er nicht in der richtigen Verfassung, ne? Also wer so noch nicht abgeschlossen hat mit seiner Vorbeziehung. Und so eine Sache hier wie mit deiner Mutter. Also das ist für mich so, ich meine, jeder muss seine Dealbreaker da setzen, wo er sie hat. Eine so eine Sache wäre für mich, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich dann von heute auf morgen trennt, aber wäre für mich Beziehung eigentlich kaputt, sofort. Also ich null Vertrauen mehr an so einen Menschen. Also ich denke, ey, der, weiß ich nicht, der verhökert mich irgendwie auf dem Schrottmarkt, keine Ahnung. Oder nee, mir ist jetzt, mir fällt kein besseres Bild an, irgendwie der, weiß ich nicht, was der noch alles machen würde. Also der, was weiß ich, verkauft meine linke Leber irgendwie in Uganda oder so. Ich will einfach nur sagen, ich hätte alles Vertrauen verloren, so, ne? Und ja. So, ich befürchte, dass wir das alles noch schlimmer. So, als Argument kommt dann immer wieder, ich mache das ja nur für die Kinder. Ja, er macht es vor allen Dingen für sich, ne? Er war dann auch, also es mag ja sein, dass es gut ist für die Kinder, nur dass dann soll er halt keine Beziehung führen, ne? Er war dann auch nicht wie vereinbart abends um 20 Uhr zu Hause, sondern erst nachts um 12, weil er so schön mit seinem ältesten Sohn geredet hat. Ja, und es ist immer noch seine Ex-Partnerin, das heißt, er hängt da bis in die Puppen so da rum. Boah, er kann auch ein andermal mit seinem Sohn reden und oder das muss auch nicht bei der Ex-Frau sein oder das ist einfach so ein Stich ins Herz bei dir. Aber da kannst du nichts machen. Das ist wie es ist, ne? Ich denke, er versteht das auch nicht. So. Ich weiß auch nicht, was die Ex-Frau da so für ein Spiel spielt, dass sie das auch nicht problematisch findet. Keine Ahnung, ob sie jetzt keinen neuen Partner hat oder. Am zweiten Weihnachtstag sagte mir dann vormittags, dass er den Tag bei seinen Eltern verbringt, da diese
seine Ex-Frau mit den Kindern eingeladen hat und er dabei sein will wegen der Kinder. Warum hat dieser Mensch überhaupt eine neue Beziehung? Sollen die ihre Drecksbeziehung fortsetzen? Sorry, wirklich. Aber ich muss dich auch fragen, muss ich leider wieder fragen, wo sind deine fucking Standards? Was muss er denn noch machen? Wirklich, muss er sich jeden Tag auf deine Füße übergeben? Oder was ist nicht, vor deinen Augen mit seiner Ex-Frau, weiß ich nicht, ins Schlafzimmer gehen? Oder was muss er noch machen, dass du sagst, das geht so nicht? Das ist immer das Gleiche, wenn ihr nicht bereit seid, eine Beziehung zu opfern für eure eigenen Werte, besteht immer die Gefahr, dass es zu solchen Situationen kommt. Ne? Das ist wieder die Frage letztlich der Trennungskompetenz. Natürlich ist das alles immer ätzender, je älter man wird, aber ich meine, du bist jetzt Anfang 50, kann man natürlich, also willst du das jetzt so durchziehen bis 100? Das ist wieder das gleiche wie gestern vom Partner, der einfach fucking illoyal ist. Ist furchtbar. Soll er doch mit seiner Ex-Frau wieder so, guten Weg, gute Reise, hier ist dein Koffer, tschüss, alles klar, ne? Fertig. Das ist so, also man sieht hier auch wieder, wie auch gesagt in den letzten Tagen in den E-Mails, dass jemand Respekt für dich verloren hat, dann kannst du es gar nicht sehen. Ne? Offensichtlich meinte er, er kann sich das alles leisten. Ja. So, ich könnte natürlich nicht mitkommen, da seine Ex-Frau nach den ganzen Jahren immer noch ein Riesenproblem mit mir hat. Ja, also wie gesagt, ist immer das Gleiche. Du bist nicht die Priorität. Ne? Du bist auf Platz 87 hier und ist immer das Gleiche. Das tut einem einfach nicht gut. Ne? Aber ich meine, er ist schon extrem respektlos. Ne? Wirklich, ne? Ein gemeinsames Gespräch, welches ich vorher angeregt hatte, hat sie abgelehnt. Ja. Aber wieso sind die nicht wieder zusammen? So, sollen sie doch. Das ist doch eine freie Welt. Sollen wir zusammenkommen? Fertig. Wo ist das Problem? Meine Mutter ist nun Anfang des Jahres verstorben und wie ich herausfand, hatte er in dieser Zeit mit seiner Ex-Frau einen Urlaub geplant. Leute, wo ist, ich frage dich jetzt ganz ehrlich, wo ist deine Grenze? Wo ist dein, was muss er noch machen, dass du sagst, es reicht? So, muss er euer Haus verschenken oder was denn noch? Also, wo ist deine Grenze? Das musst du dich wirklich fragen, weil offensichtlich sieht er keine Grenze und trotzdem, ich verstehe es auch nicht. Dann soll er doch mit der zusammenkommen wieder. Soll doch machen. Ja. So, alles gut. Aber ich würde, das ist wirklich völlig indiskutabel, ne? Völlig. Das werden auch alle in den Kommentaren so sehen, bin ich mir ganz sicher. Auch wieder unempathisch des Grauens, ne? Wirklich, ey. So, sie machen die gleiche Reise, welche er mit mir vor 2 Jahren gemacht hat. Ich bin völlig entsetzt, dass diese schwierige Zeit, in der ich mich befand, ihn nicht davon abgehalten hat, sowas zu tun, anstatt mir eine Priorität zu geben. Ja, das ist auch mit Recht entsetzt. Ne? Wiederum, sie machen das nur für die Kinder. Das ist, wie gesagt, ich erkläre nochmal mein Konzept, sonst bucht euch wenigstens mal Modul 1 oder Modul 2 noch dazu, Vertiefungsübung und Promiumus-Liebeschips, Standards und Dealbreaker, dass ihr das wirklich verstanden habt und macht diesen Kurs auch mehrfach wirklich, ne? Dass man es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Es spielt keine Rolle, warum dich jemand wie ein Arschloch behandelt. Es spielt keine Rolle, ob das wegen der Kinder ist oder wegen der Außerirdischen oder weil der Kanarienvogel krank ist oder weil die Kinder Schulferien haben oder weil gerade, es spielt überhaupt keine Rolle, warum jemand deine Grenzen überschreitet. Fakt ist, er überschreitet deine Grenzen und du darfst das Koordinatensystem nicht in ihn legen, du musst es in dich legen. Ne? Du musst sagen, guckst auf deine innere Liste, fucking illoyal, Dealbreaker, du bist raus, fertig. Und dann ist scheißegal, warum, ja, keiner hat den ganzen Tag Zeit, mit seinen Kindern zusammen zu sein. Und du musst diesen Dreck nicht mehr mitmachen. Ne? Also so wichtig sollten Beziehungen nie sein. So, ne? Also ist meine Meinung zumindest. Ne? Schon echt krass. Mann. Okay, ist immer noch viel E-Mail. Was kommt denn da auch? Ich hab Angst. Als ich zuvor angesprochen hatte, dass ich unbedingt Urlaub brauche dieses Jahr und wir wegfahren sollten, damit ich schwere Zeit mit meiner Mutter etwas vergessen kann, kam die Antwort, das muss ich erst mit
Da muss ich erst mit meiner Frau sprechen. Gott, Leute, ich... Es ist immer noch so viel E-Mail. Ich kann das nicht mehr. Oh. Außerdem könnten wir die ganze Woche wegfahren, da er regelmäßig seinen... Außerdem können wir keine ganze Woche wegfahren, da er regelmäßig seinen Sohn sehen will. Mit seiner Ex-Frau und den Kindern fliegt er 8 Tage weg. Ich habe dann komplett abgelehnt. Einzig Sinnvolle. Er tut so, als sei es völlig normal, hinter meinem Rücken Pläne und Absprachen mit seiner Ex-Frau zu treffen und habe dafür Verständnis. So. Ja, ist extrem egoistisch und aber was willst du da? Du kannst Leute nicht erziehen, dass sie sich menschlich verhalten. Das kannst nichts machen. Kann man nur radikale Akzeptanz und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen, ne? die sich ja hier geradezu aufdrängen, würde ich mal sagen. Wer weiß, was da noch alles ist, was du nicht weißt. Ja. Wobei ich gar nicht verstehe, warum er da noch in der Beziehung ist. Also ich verstehe es einfach nicht. Seither sind seine abendlichen Ausflüge so ausgeartet, dass er eigentlich keinen Abend zu Hause ist. Da ist doch irgendwas faul, echt, ey. Selbst die kinderfreien Wochenenden verbringen wir nicht mehr wirklich gemeinsam, da er jeden Sonntag von morgens bis abends auf den Fußballturnieren seines Sohnes unterwegs ist. Ja, wie gesagt, das könnt ihr ja alles machen, wenn du das Gefühl hast, du bist auch so eine Priorität, ne? Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, ne? Wenn das nicht ist, ruft seine Ex-Frau an, selbst abends um 22 Uhr, wenn wir Gäste haben, und um ihn irgendwie einzuspannen. Es vergeht kaum am Wochenende, wo der Sohn nicht bei uns ist und sie wegen irgendwelcher belanglosen Dinge anruft. Ja, dann sollen die doch wieder warum sind die nicht einfach wieder zusammen? Ich verstehe es nicht. Sollen sie doch machen, anstatt dich damit zu quälen, ey, wirklich, ey. Als ich jedoch kürzlich eine Woche weg war, um Dinge mit Mamas Wohnung zu regeln, hat er unseren Freund auch mir gesagt, wie froh er ist, dass ich wieder da bin und dass ich ihm abgehe. Ja, aber bist du hier, ist einfach nur die Frau, die, weiß ich nicht, was du so alles für machst, die ihm seine Socken wäscht, Essen kocht, also bist du jetzt seine Bedienstete und Sklavin und die Beziehung lebt dann mit einer anderen? Ja, viel Spaß damit. Er müsste jetzt vieles alleine machen, ja. Ja, dann soll er sich eine Sklavin anschaffen, ne? Oder Haushaltshilfe buchen. Oder es vielleicht doch selber machen, ne? Ja, du bist jetzt wirklich endgültig in dieser Aschenputtelposition. Vielleicht kennst du das auch schon von früher. Aus deiner Familie, weiß ich nicht. Aber da kann es echt nur einen Weg geben und das ist raus. Also das wäre mein Tipp auf jeden Fall. Aber musst du wissen, ne? Ist dein Leben. Ich frage mich echt, was stimmt mit dem Typen nicht? Naja, wie gesagt, offensichtlich weißt du nicht alles, würde ich mal sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob du meinen Kanal schon länger verfolgst. Was stimmt mit vielen Menschen nicht? Es ist zum Verzweifeln. Es ist im Großen wie im Kleinen auf der Welt. Es ist natürlich gab es ganz viele nette, reflektierte Menschen, aber das Ausmaß an Nicht-Reflexion und Ego, ich weiß nicht, ob das so mehr geworden ist oder ob mir das mehr auffällt jetzt. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Aber es ist verschwendete Lebensenergie, ne? Also du kannst in deinem Umfeld kannst du deine 5D-Blase manifestieren oder du kannst auch ein anderes Wort benutzen, einrichten für dich, so dass du mit Leuten zu tun hast oder meinetwegen auch mit Tieren, Haustieren oder meinetwegen auch mit niemandem, ne? Und dann eben nur mit dir, so, ne? Dass du ein Umfeld hast, wo es keine Toxik gibt, ne? Und wo Leute dich ordentlich behandeln. Und wenn es sie eben nicht gibt, dann behandelst du dich halt wenigstens so ordentlich, ne? Aber das ist keine Lösung hier, ne? Was will er eigentlich von mir? Ich denke, du sollst so seine Putze sein irgendwie, ne? Eine Beziehung offenbar nicht. Maximaler Egoismus. Aber wie gesagt, das ist ja auch in Kurs 1 drin, diese Plus-Minus-Theorie, dass gerade sehr selbstlose Menschen häufig so Egoisten anziehen. Aber kann man was tun? Mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.